Herzlich willkommen bei einer brandneuen Ausgabe der Willhaben-Show. Mein Name ist Richard Haderer und neben mir wie immer die... Lisa, hallo, hi. Bei der Willhaben-Show geht es rund um verschiedene Challenges, um das Thema Willhaben, was man dort kaufen und verkaufen kann. Und heute... sollten wir eigentlich Willhaben schon ganz gut kennen mittlerweile. Ja. Und deswegen gibt es einen klitzekleinen Quiz rund um alles, was Willhaben betrifft. Und zwar nicht irgendeinen, denn wo sind wir dabei? Wir hängen ein bisschen am seidenen Faden. Überm Abgrund und Wasser. Also überm Wasser zumindest. aber über Wasser, ich habe ein bisschen geübt. Ich habe mir da Planschbecken, wie man so schön sagt. Ich muss gestehen, ich gehe wirklich ungern ins Wasser. Ich hätte lieber gern das Wasser so in einer sicheren Distanz um mich herum. Also ich bin mehr so der Yachttyp vielleicht. Findet man auch auf Willhaben, wenn man das will. Aber was man noch so alles auf Willhaben findet, das mussten wir wissen. Und ja, ich sage nur, schauen wir uns das an. Quiz ab. So, und da sind wir. Herrlich! Die Lisa hat gedacht, wir drehen das in einem Thermalbad und das ist drinnen. Aber nein, wir sind im wunderschönen Thermalbad in Bad Fischau-Brunn. Und es hat 8 Grad Außentemperatur und ich dachte, wir filmen im Inneren und ich dachte, wow, 35 Grad, schönes Wasser, alles toll. Dann wäre es ja keine Challenge. Mhm. Und übrigens, Thermalbad heißt auch nicht immer warmes Wasser, das hinter uns hat 18 Grad, 19 Yay. Grad. Und wir hängen an 3 Seilen. Und jedes Mal, wenn eine Frage falsch ist, wird ein Seil durchgeschnitten. Und wir haben natürlich einen Quizmaster, der Christoph. Ta-da-da. Ja, danke für die Einladung, Richard. Heute nochmal, Grüß danke, Gott. Danke, Lisa. Hallo, Leute. Gell? Ja, ich sorge hier für die entsprechende Seriosität in dieser Angelegenheit. Genau, richtig. Quasi Magister, studiert und somit... fast ein Notar, ne? Ja, richtig. Würde ich sagen, du stellst uns die erste Frage. Die erste Frage lautet, welche der folgenden ist keine Unterkategorie von Antiquitätenkunst? Ja, Nummer A ist richtig. Das heißt, ihr bleibt beide noch trocken. Yes! Auto ist eine eigene Kategorie, wo die Oldtimer sind. Habe ich hier auch gewusst. Wie viele Herstellerkategorien gibt es im Bereich Spielkonsolen? Herstellerkategorien. A5. Ich mach B. B6. Ja, die richtige Antwort lautet 6. Das heißt, Antwort B ist die richtige Antwort. Richard, du bist jetzt zum ersten Mal dran. Du verlierst ein Leben, ein Stück Seil. Yes! Fuck. Na gut. Oh, der Fuchs, das ist ein Adrenalinkick. Wie fühlt sich das an? Gut, ja? Wir kommen zur dritten Frage. Wir kommen zu Haus, Garten, Werkstatt. Okay. Welche der folgenden Unterkategorien hat die wenigsten Anzeigen im Moment? Das ist wirklich schwierig. Ja, das sollte ja auch sein. Das ist ein Quiz. Also Garten sicher nicht. Weil ja, ich glaub, Werkstatt ist ja auch viel Zeug. Werkstatt gibt es ja wirklich viel. Ich sage Haus bauen, weil da gibt es, was haben wir da? Antwort Nummer A, Haus bauen, locke ich ein. Ja. Haus bauen. Lisa, was sagst du? Ich nehme auch Haus bauen. Das darf ich ja, oder? Ja, sicher. Sehr auch gut. Antwort Nummer A. Entweder leiden wir beide oder keiner. Ja? Haus bauen hat am meisten Anzeigen von den Vieren. Ja. Am wenigsten hat die Kategorie Maschinen. Antwort C. Das heißt, ich darf bei euch beiden ein Seil kappen. Sehr gut. So, dann beginnen wir bei dir, liebe Lisa. Oh Gott, ist das schrecklich. Ja, oh Gott, ist das schrecklich. Gar nichts passiert. Nicht. Schau mal bei mir, ich hänge da nur noch an einem. Bei dir ist es noch nicht der seidene Faden, aber ich hoffe es auch. Also ich schneide jetzt, ja? Ja, konzentrierst dich und alles im grünen Bereich. Oh Gott, es ist so schlimm. Vor allem, ich habe den Karabiner gerade unabsichtlich aufgemacht, wie ich mich angehängt habe. Was wird in der teuersten Anzeige im Marktplatz im Moment verkauft? Die teuerste Anzeige. Teuerste Anzeige.
meine, Boote sind teuer, Gemälde sind teuer, Kameras, ich weiß nicht. Ich würde sagen... Die teuerste. Ich lasse dich jetzt mal als erstes. Ich sag A. Das Boot für Lisa. Ja, ich sag auch A, aber ich glaube, Boote sind das teuerste. Ich glaube, Gemälde... Ja, es wird auch teuer. Ich glaube, es verkauft keiner die Mona Lisa bei Ja, weil nicht Antiquitäten, Gemälde... Ja, wer weiß. Ja, richtig war Antwort A. Ein Boot um 1,4 Millionen Euro. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar in der Kategorie Auto, Motor. Wie viele Unterkategorien hat der Bereich Auto und Motor auf Willhaben? Nochmal, wie viele? 6, 4, 8, 4. Ich weiß nicht einmal 5, 4 Sekunden, weil ich so gestresst bin. 6, 4. Ich sag Entspannung. Ich sag C, 8. Richard sagt 8. Ich weiß, dass es mehr als 4 sind, allein jetzt vom Kopf, wenn ich denke. Also deswegen mache ich A. Du sagst Nummer A. Boah, das ist Entscheidung. Wenn ich jetzt falsch habe, falle ich und du hast sicher gewonnen. Mhm. Willst du das nochmal überlegen, bevor ich es einlogge? Nein, oder? Ich glaube, es ist 8. Es ist, nein, da ist ja unviel Ersatzteile und da ist ja alles drunter. Gut, ja. Also die richtige Antwort war Antwort A. 6 Unterkategorien. Scheiße. Das heißt, nein. Lisa ist im grünen Bereich und bei Richard ist es jetzt vorbei mit der Trockenheit. Ja, ich bin... Freust du dich schon? Nein. Die Erfrischung. Gut. Yes! Jetzt geht's ans Eingemachte. Da war nur Glück dabei, ne? Ja, Richard, bereitest du dich schon langsam vor? Umziehen ist nicht nein, mehr möglich. Nein, es war nur ein Spaß. Ja. Boah, ich zitter. Ich zitter jetzt schon. Ich bin noch nicht einmal im Wasser. Was, habe ich irgendwas eingesteckt noch? Nein. Kommen wir jetzt zum Ende. Ja. Das hat mich sehr gefreut, Richard. Das ist schön, das ist schön. Für dich gibt es eine kleine Erfrischung in diesem Fall. Alles in Ordnung, das ist ja? Das ist Wir sind. Tschüss. Das war's von uns. Nein, Lukas, das war's. Danke euch immer fürs Zusehen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren und hier gibt's noch mehr Videos zum Ansehen. Aber abonnieren ist das Allerwichtigste.